Why so serious? Berlin als Frontstadt. Wenn wir die Stadt nicht halten können, Berlin ist am Ende. Clausewitz ausgeben. Jetzt mal im Ernst, Fegelein. Ich werde wohl die Sache selbst in die Hand nehmen müssen. Mit wem, glauben Sie wohl, werden die Alliierten verhandeln? Der Wissen braucht den Nazi-Staat und meine SS, um nach dem Krieg Ordnung zu schaffen. Was soll man von einem erwarten, der weder raucht noch trinkt? Berlin wird fallen und das in wenigen Tagen. Nichts anderes. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wie bitte? Würde er uns darin hindern, selbstständig zu denken? Wir müssen raus aus Berlin, Eva. Weiß meine Schwester, wo du bist? Wie kannst du sowas nur sagen? Wo bist du überhaupt? Meine Herren, das ist das Todesurteil für das deutsche Volk. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören. Versuchen Sie noch rauszukommen. Versprechen Sie es mir. Aber du weißt doch, dass ich bei dir bleibe. Ich lass mich nicht wegschicken. Wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Die müssen evakuiert werden. Berlin muss безоговорочно kapitulieren. Das ist Landesverrat. In die rote Fahne! Handeln!